So, da haben wir den ATO 78, der ist ganz neu aufgelegt. 7,82 Meter lang, 2,40 Meter breit und eine Gesamthöhe von 3,03 Meter. Der Preis, wie er hier ist, sind 209.000 minus Rabatt, den man aushandeln muss. Und er ist auch Mercedes-Benz. Und wenn man hier reinschaut, sieht man schon die Garage, die geht auch wieder nach oben auf die Tür. Und die Heckgarage ist etwas breiter. Also da bringt man Regale und auch zwei Fahrräder runter oder wie in dem Fall jetzt einen Motorroller. Dann schauen wir da mal rein, wie das Cockpit so ausschaut. Dass die Messe noch geschlossen ist, ist schon viel Betrieb bei Nisman und Bischof. So, da sehen wir mal nicht ins Cockpit zuerst, dann gleich ins Queensbett oder in die Bettlandschaft. Ja. Längsbett sollen das wahrscheinlich. Ja, aber das ist doch gut gemacht. Schon mal sind die Seitenfächer sind da rechts und links. Ja. Da kann man das Handy reinlegen. Ja. Und da sind auch sicherlich Ablaufflächen und hinten alles voll Stauraumkästen. Ja, ringsrum. Ringsrum. Und hier, eigentlich hier hängt ja auch noch ein Fernseher. Ideal. So. Haben wir hier die hier haben wir einen Kleiderschrank. Ja, wenn das, du wüsst, wie ich das also während die Ussi versucht, das aufzumachen, schauen wir mal ins Cockpit. Und da sieht man schon, das ist jetzt wieder Mercedes-typisch eine ewige Strecke. Das ist kein Kleiderschrank. Ja, was ist das? Kühlschrank. Ja, das war also kein Kleiderschrank, sondern Kühlschrank. Also auch da ist wieder ewig, bis man da vorkommt. Das ist halt immer Mercedes. Und natürlich Nisman und Bischof geschuldet. Wieder keine Fahrerhaustür. Sie wollen dieses Pseudo-Liner-Konzept wollen sie beibehalten. Dieses Liner-Merkmal, sagen wir es mal so. Da haben wir die Jalousie oben. Das kann natürlich sein, dass die elektrisch geht und ich die deswegen nicht runterziehen kann. Also das kann ich jetzt hier nicht erläutern. Aber ist es möglich, dass die Jalousie elektrisch runtergeht? Und das wäre eigentlich normalerweise bei einem Fahrzeug von dieser Kategorie wäre das eigentlich schon ein Erwartungsfaktor. Was man hier auch sieht, das ist eine kleine Stufe zwischen Wohnraum und Fahrerhaus, die aber in dem Fall wenig stört, weil der Sitz deswegen nicht abgesenkt werden muss. Und hier sieht man schon die Ursi, die in der Küche steht und was zur Küche zu sagen hat. Naja, auf jeden Fall ist diese Küchenzeile viel größer. Als bei dem e-Smooth. Ja, genau. Der Fernseher haben wir hier, der ist ein wenig komisch untergebracht, weil da kann man nur schauen, hier von dieser Bank oder dann von dem Pilot sitzen. Also ist nicht die optimale Position aus unserer Sicht für den Fernseher. Was ich hier komplett vermisse, das sind die Oberschränke. Ich weiß nicht, warum man hier keine Oberschränke reinmacht, Nisman und Bischof. Die stören niemanden, wenn hier jemand sitzt und das sind Oberschränke, das stört niemanden beim Aufstehen. Keiner steht auf und haut sich den Kopf an. Und nur hier ist ein Oberschrank. Also, ja, hier ist auch ein Oberschrank und hier ist auch der Sitz. Also, man hat hier kein Hubbett. Aber das mit den Oberschränken finde ich schon ein wenig komisch. Auch, dass man komplett auf Stoß verzichtet, ist vielleicht die moderne Zeit. Wir sind da zu altmodisch dafür. So, Ossi, und jetzt kommen wir zum Kochbereich, den du ja eh nicht nutzt, den nutze ja hauptsächlich ich. Was ist Besonderheit? Ja, der hat eine Induktion. Genau. Der hat zwei Gas und eine Induktion. Das finde ich natürlich nicht schlecht, das mit der Induktion.
Und es geht natürlich auch um den Preis, weil die Induktionsplatten noch sehr teuer sind. Deswegen haben wir auch eine separate Induktionsplatte. Das gab es ja bei uns auch noch gar nicht. Nee, aber wir haben eine separate und die kriegt man für wenig Geld. Naja, eben. Und sonst hier, also das ist jetzt viel größer und so wie ich das sehe, kann man hier das wieder ausfahren. Das, und hier fehlt und, jetzt und das noch Brett. Das Brett, das wird, ist vielleicht irgendwo noch. Das liegt vielleicht das schon in einem anderen Fahrzeug außerhalb der Messe. Ja, und das kann man hier gut reinmachen, dann kann man das etwas verlängern. Also das hat so die Art vom Kastenwagen. Ja, sagen, und, ja? Und das bei der Größe. Und das da ist ein Backofen. Hier. Das ist ein Backofen. Aha. Das ist ein Backofen. Ist ziemlich groß. Ich gehe davon aus, der hat Unter- und Oberhitze. Ich kann es jetzt nicht so richtig erkennen, ist ein wenig duschter. So, und dann hier, das ist kein Kleiderschrank, wie der Helle vorher angenommen hat, sondern das ist ein großer Kühlschrank. Ja, Kühlschrank mit... Von Tomedic in dem Fall, also ja, mit einem Gefrierfach. Separaten, nee, man muss die Tür vom Kühlschrank auch aufmachen, wenn man ins Gefrierfach hinkommen will. Ja. Also. Und ja, da oben ist dann halt noch ein Fach. Ein ziemlich tiefes. Aha. Mhm. Ja, wo man dann auch nicht mehr hinkommt. Also, und hier haben wir das Bad. Und das wird wieder mit der Dusche das geteilt. Das ist wieder kombiniert, jawohl. Das kann man dann wieder so rüberschieben. Zack. Nochmal. Nee, ja, jetzt, nee, ja, schiebst du mal raus. Also das ist wieder kombiniert, Toilette und mit der Dusche. Mhm. Ja. Da müsst ihr mal Praxiserfahrung sammeln, wir können nichts dazu sagen. Jetzt schauen wir nur nach dem Kleiderschrank und dann gehen wir wieder raus, weil da wollen schon andere Leute. Ich sehe keinen, absolut keinen Schrank. Hier gibt es anscheinend nur Oberfächer, nur diese Fächer. Super. Also ich kann hier keinen Schrank finden. Okay. Und die Stufe, das noch zwei. Was ist das hier? So, komm, wir gehen raus. Ich kann hier keinen Schrank, finde nur Oberfächer. Also, dann gehen wir raus und lassen die anderen rein. Also die Leute waren jetzt auch so freundlich und haben gewartet, bis wir fertig sind. Deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen beeilt, denn man kann ja so ein Fahrzeug nicht für sich blockieren. Auch wenn es noch vor Messeeröffnung ist. Da haben wir den Nismann und Bischof, ich mit den Spiegeln, das gefällt manchen, manchen gefällt es nicht. Ich finde es gar nicht so schlecht. Und hier sieht man, wie das Fahrzeug von außen aussieht. Offensichtlich kein Gastank. Dann sollten hier eventuell Gasflaschen stehen. Jawohl, und so ist es. Hier kommen die Gasflaschen rein. Und da haben wir die Heckgarage. Ein schöner Rücken kann immer entzücken. Und das tut er von der Ursi und das tut er auch von Ismann und Bischof. Der Ardo 78 war das. Wo sie 210.000 minus ein paar Prozent, die wir runterhandeln. Also nicht für mich, nein. Also mir wäre auch von innen wieder zu dunkel. Also ich mag es lieber hell innen. Oh, hört ihr? Jetzt geht die Messe los. Müssen wir uns beeilen. Guten Abend, liebe Besucher. Herzlich willkommen zum vierten Tag des Karawansalons Düsseldorf. Wo sie 210.000. Und dann geben wir uns ein Gustl her dafür. Nein, nee, auf gar keinen Fall. Zumal, auch. Also mir ist es von innen zu dunkel. Ich habe es lieber, wenn alles etwas heller ist. Und ja, also von daher ist kommen wir uns nicht ins Geschäft. Nee. Und auch da stelle ich mir wieder die Frage, so groß das Fahrzeug und wo ist der ganze Platz? Wo ist überhaupt der Kleiderschrank? Also ja, wahrscheinlich ist das durch diese Sitzgruppe so bedingt, weil die schon sehr viel Platz einnimmt einfach. Wie gesagt, ich bin kein Ingenieur, ich mache da auch keine Studie drüber, wo der Platz geblieben ist. Ich sage nur, ein Fahrzeug in dieser Preisklasse und dann ohne Kleiderschrank. Also wie kann man sowas konstruieren? Ist jetzt nicht unser Fall, ja. Und nicht einmal eine separate Dusche, die für mich extrem wichtig ist. Also unser Fahrzeug ist es nicht, nein. Aber ihr könnt es euch gerne anschauen, wenn es jemand anderen gefällt, das soll ja so sein. Geschmäcker ja, sind offenkundig. Darum gibt es ja auch so viel verschiedene Modelle. Und verschiedene Geschmäcker. Genau. Das war's von Nismann und Bischof. Und wir hoffen, das hat euch ein bisschen interessiert und sagen Tschüss für dieses Video. Tschüss. Tschüss.